Gute Junge! Boah, ist schon in Winterjacke. Das gibt mir ja 2019 Vibes. Na, bist du auf der Suche nach einer rostigen S-Klasse? Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir den CL abnimmt. Nee, heute ein bisschen Schrottplatz rocken, ne? Ja, safe. Gucken, was da noch für Schätze stehen. Tatsächlich hat mir ein Zuschauer geschrieben, du Phil, du hast ja einen Honda Civic. Und ich war hier beim örtlichen Schrottplatz gerade erst und habe gesehen, dass da eine Civic Limousine meines Baujahrs rumstehen soll. Da bin ich sehr gespannt, ob das wahr ist, weil wir sind jetzt hier einfach mal auf gut Glück hingecruised. Und ganz schön blöd, wenn das jetzt so fake war. Beide so eine Stunde hier angerastet. Oh, ja, Kacke, so richtig früh, man sieht es noch, die Augen sind gerade ein bisschen klein, aber ich glaube, wir gehen direkt mal rein. Einen guten Preis kriegt man hier ja immer, ne? Das muss man mal sagen, hier an der Stelle. Kiso Neuder steht noch hier. Da geht ihr einfach rein, baut euch das raus und dann könnt ihr noch ein bisschen handeln da mit den Kollegen. Ne? Das ist immer ganz geil. Ne? Ah, da sehen wir schon die wunderschönen Schätze des Schrottplatzes. Ich bin mal echt gespannt, in welchem Zustand das Ganze jetzt sein wird. Wie ist die Luft? Ja, wunderschön, ne? Hier mein nächstes Taxi-Projekt, ne? Hier mein T-Modell-Projekt. Also meine Ideen gehen mir auf jeden Fall nicht aus. Ein 190er. Alter, hast du ein gutes Auge. Wir gehen jetzt mal logisch vor. Da ist Opel. Ganz viel Opel. Da hinten ist VW. Hier ganz ist viel VW. Ganz, ganz viel Abwrackprämie. Ganz viel VW. Also das will ich auch nochmal hier an der Stelle sagen. Ne? Hier die Abwrackprämie, die tickt hier ganz anders. Guck mal, was ich gefunden habe. Das ist doch ein richtiges Schätzchen. Der ist sogar in einem besseren Lackzustand als deiner, no front. Jo. Oh, ist Folie. Ist Folie? Ja, oder? Also hier, die Lackkante, die ist krass. Ja, das ist keine Folie, aber Lackkante ist krass. Was liegt hier noch drin? Da war schon hier der ein oder schlaue Maximilian hier, der guckt dir das an, was ich hier telefoniert habe. Hat er gerade gefunden, ganz stolz. Auf dem Boden geblieben, könnte man sagen. Hier ist nichts mehr zu holen. Der ist tot. Schönes Leben noch hier. Das Ding steht ja auch immer noch. Was ist das? Ein Landy? Alter, was ist mit dem denn passiert? So das ist so eklig, Mann. Nee. Was ist hier los? Der steht hier seit über einem Jahr. Das ist so eklig. Eww, was machen die? Mit den Einschusslöchern, Digga. Ja, das ist echt Schrott, wild. Digga. Kein Civic in Sicht bisher, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber weißt du was, die Hondas, die laufen ja auch. Also klar haben wir uns jetzt gerade einen Haufen Schrottmodelle zusammen angeguckt, ne? Also jetzt außerhalb von diesem Schrottplatz hier. Stell dir mal vor, den wir gleich finden, der ist in einem besseren Zustand als die zwei, die du gestern kaufen wolltest. Schrottplätze sind einfach wild. So heftig, ey. Die mutigen Helden schreiten voran, doch ein Hindernis versperrt den Weg. Max auf der Linie rechts außen, er spricht durch und überwunden. Ah ja. Es ist keine Verarsche gewesen. Hier ist tatsächlich ein Civic. Ein einziger in Silber. Machen wir mal eine Bestandsaufnahme. Oh Gott, das ist ja. Eww. Das ist schon ziemlich ranzig. Eww, was machen die? Das ist ja nicht. Da müssen wir. Da steht das Wasser drin. Oh nö. Ich will doch nicht mehr. Das ist ja nicht, Philipp. Also den nehme ich schon mal mit. Ist nicht mehr verlinkt, das Ganze. Ah. Oh, ist sogar noch was drin. 16V, ne? Haben wir ist da ein VTEC drin? Nee. Alter, diese Sitze sind auch echt selten hässlich, ne? Den Digga, auch nicht. Was ist das, Mann? Das ist richtig vercrackt, Alter. Das ist ein Crackhaus. Ein crackelndes Crackhaus. Eww, da leben Tiere auf meinem Sitz. Digga, mein Sohn ist nicht so schnell, da sind ganz viele Keller. Digga, ich werde niemals in diesem Auto mitfahren. Eww. Hast du noch deinen Nassauger? Lass mal die Sachen da drauf, Mann. Ich will die genauso zu dem Typen zur Preisverhandlung bringen. Das ist halt kein Coupé, ne? Sportwagensitz, ich weiß ja nicht. Das ist das neuere Modell von deinem. Kann man nicht die Sitze nehmen? Die sehen irgendwie ein bisschen geiler aus. Kannst du die Sitzkonsole vergleichen, ne? Ja. Boah, Digga. Ja, dann müssen wir den Fahrersitz ausbauen und versuchen wir den reinzubauen. Und wenn das klappt, dann kannst du dir einfach den mitnehmen. Okay, das ist ein Plan. Hier passt er nicht, Philipp. Was? Hier. Guck mal da. Hier sitzt er an und da ist der Riesenlauf. Lieb nicht auf. Ja, gut, dann. Scheiß drauf.
Ich wollte es ihm eigentlich persönlich sagen, aber er hat es gerade gefunden. Unfassbar. Guck mal, was wir hier gerade gefunden haben. Der ist richtig sauer. Der ist richtig sauer gerade. Civic Facelift Coupé. Da, oh. EJ6. Aber ich kenne da auf jeden Fall deutliche Parallelen. Aber trotzdem, EJ6 ist von 95 bis 2000, du hast einen 94er. Du, ich stehe hier gerade auf dem Schrottplatz, ne? Ich habe hier so ein wunderschönes EJ6 Coupé. Ja. Nein, ich möchte es nicht käuflich erwerben. Sind das die gleichen Karossen außer Scheinwerfer vorne? Wir stehen davor und sind am Überlegen, die ganze Front abzubauen und ins EJ2 zu bauen. Ja, die sind sich schon ziemlich ähnlich. Den Schlossträger mit raus ausbohren. Mhm. Und den in den neuen einschweißen. Okay, ich reiche das mal so an meinen Bruder weiter und der kann sich das so überlegen dann. Ja, könnt ihr ja jetzt in die Kommentare schreiben, wenn ihr nach dem TÜV Bock auf einen Facelift-Umbau habt. Genau, wenn ihr Bock habt, dann kommen wir noch für mich sieht das hin. Alles hey, der gleich. Klaut unseren Civic. Wir zimmern jetzt hier die Sitze schnell raus, nehmen die mit und ja, halten aber. Ciao. Ich weiß nicht, ob das passt. Ja, wir können ja vergleichen gleich. Ja, und so schnell wird ein Civic EJ6 Coupé einfach mal auseinandergerissen von den Profis auf dem Schrottplatz. Wir haben jetzt alles mitgenommen, Rücksitzbank komplett, Verriegelung, Gurte, dieser Sitz kommt noch mit und dann lassen wir den schönen Civic hier wieder zurück. Aber ich muss sagen, von der Basis her, also ich bin schon ein bisschen traurig. Ich hätte den eigentlich ganz gerne mitgenommen hier, weil der halt auch eine geile Farbe hat, aber scheiß drauf, wir haben noch geileren EJ2 Coupé, den wir jetzt richtig fett machen und da sehen wir uns gleich in der Halle. Mitsumix wurde sich gezogen. Max gönnt sich eine kalte Coke. Vater Lea freut sich draußen zu sein. Er hat einen absolut korrekten Brudi-Preis gemacht. Ich habe jetzt für den ganzen Stuff 200 bezahlt. Das bedeutet Sitze vorne sowie die Rücksitzbank. Ganz wichtig, die sind klappbar, weil wir haben ja ein Coupé. Wir haben die kompletten Gurtarmaturen jetzt spontan noch mitgenommen, sowie noch Seitenblinker und alle Kleinteile und 3 Millionen Schrauben, war auf jeden Fall korrekt. Wir düsen jetzt gleich mal zur Halle. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Sitzschienen gerade mal angeguckt hier und ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze so passt, aber es nützt alles nichts. Die Sitze müssen so oder so raus, deshalb schauen wir mal. Der ganze Bus ist voll mit Civic-Teilen, die Max noch liegen hatte. Also das ist ganz krass. Jetzt beginnt die fette Umbau-Bastel-Session. Ich bin gespannt, wie das Ganze wird. Was ich schon mal gesehen habe, ist, dass die Rücksitzbank einteilig war, die hier drin ist. Und wir haben eine zweiteilige gekauft. Das ist schon mal perfekt. Wir werden sehen, ob es passt. Let's go. Max, hier ist ein Zweisitzer. Ja, das wusste ich jetzt auch nicht. Stop. Gut, dass wir diese gammelige, schimmelige Scheißsitzbank den ganzen Vormittag hier rausgeräumt haben. Es ist tatsächlich ein Zweisitzer. Das bedeutet, wir können eh nur die zwei Sitze verbauen. Gucken wir mal, ob die Sitze wenigstens passen, die wir gekauft haben. Ich finde geil, wie er das fundiert hat, damit man denkt, dass es ein Glasschiebedach ist. Oh mein Gott, das ist so eine Beleidigung für dieses Fahrzeug, diese Stoffsitze hier reinzutun. Tut mir richtig weh, Alter. Guck mal. Ja, das was ist schon ein ziemlich heftiger Content, den du hier ablieferst, auf jeden was Fall. Was für ein Downgrade. Oh, die passen. Sie passen. Ja, dann ist doch alles super. Also Leute, ihr könnt in euren EJ2, EJ5 Sitze einbauen. Chat. Dieser Typ hat's gemacht. Macht es nicht so wie Phil, sondern macht es wie Max. Baut Sparko-Sitze ein. Gib mir die wieder. Die Sitze sind passen, aber anscheinend sehen nur extrem hässlich aus. Tatsächlich ist es ein richtiges Downgrade, aber nützt nichts. Ne? Wir brauchen ja irgendwie TÜV mit der Kiste. Und dann holen wir schicke Sitze versprochen. Aber gut, ja. Geiler Content. Das war richtig gut. Für diesen geilen Content erstmal ein Like. Ja, das freue ich mich nicht mal zu sagen. Nee? Wenn euch die neue Sitze gefallen hat. Wenn euch die Optik zusagt, dann lasst es mich einfach wissen. Das ist ja alles nur Teil des Masterplans. Ja, weißt die du? Leute wissen, es haben mich auch ernsthaft Leute gefragt, was willst du damit? Der ist doch fertig.
Ja, das ist der Herr Chat hier, ne? Ehre. Das ist fertig. Ich war bestimmt so ein Fanboy von diesem Lelanus. Aber wenn wir uns gleich wiedersehen, sind die Stoffsitze verbaut. Das will ich echt keinem antun, das noch irgendwie schön aufzubereiten. Ja. Und jetzt macht die Kamera aus, ich muss arbeiten. Ich weiß nicht mal, wie man die ausmacht. Achso, anders. Achso, ja, nee, Achtung. Ganz so ist es dann doch nicht gekommen. Gestern an der Tür, man steckt ja immer nicht drin, ist dann aufgefallen, dass das eine Gewinde kaputt war. Weshalb ich hier gestern nicht weitermachen konnte mit den Sitzen. Auf der Seite ist der Sitz jetzt schon drin. Hier habe ich das jetzt so gelöst, dass ich da einen Gewindeeinsatz reingedreht habe und den mit Flüssigmetall festgemacht habe. Ich bin jetzt gerade dabei, noch die Tür abzubauen. Was viele nicht wissen, der Vorbesitzer, ne? Man kennt ihn, der Türkabelbaum war nicht mehr angeschlossen. Das ist leider auch TÜV-relevant. Deshalb müssen die erstmal raus. Bin ja auch gerade komplett alleine im Schrauberschloss. Alle sind ausgeflogen, drehen irgendwelche Videos. Und ich kämpfe mich hier weiter durch. Aber ich muss sagen, die Arbeit am Civic an sich macht ultra viel Spaß, weil ich fühle das Projekt so extrem. Ich hatte noch nie so krass Bock, dieses Auto fertig zu machen. So, mal ein kleiner Zwischenstand. Die Tür ist jetzt hier schon wieder drin und schließt auch sehr gut. Das ist die schlimmste Stelle vom gesamten Fahrzeug. Also der Kotflügel muss definitiv neu. Das ist so im Eimer alles und der wurde auch in der Innenseite weggeflext und so, also das ist wirklich durch. Hier am Blinker hatte ich übertriebenste Probleme, weil da die Halterung abgebrochen war. Jetzt kommen wir mal zu dieser Seite, hier sieht es gerade ein bisschen wilder aus. Hab da gerade die Tür rausgeholt, da hängt noch dieses Scharnier dran. Kotflügel ist auch ab. Die erste Tür einzubauen alleine war deutlich schwerer als jetzt die zweite. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr den Kotflügel direkt abbaut. Ich hatte das auf der anderen Seite nicht direkt gemacht. Sitze sind drin, Türen sind auch wieder normal. Ich sprühe jetzt nochmal einen kleinen Polsterreiniger hier auf. Die sind nämlich relativ schmutzig und wahrscheinlich auch ansteckend. Aber das ist jetzt das Endergebnis. Das sind die Sitze. Es sieht sehr clean aus, wieder hier drin. Was auch noch fehlt, sind die Krümmermuttern. Ich checke nicht, welche das sind. Also da unten die da. Ich verstehe überhaupt nicht, welche da sein sollen, weil keine, die ich hier habe, passen. Da muss ich auf jeden Fall welche bestellen. Dann hat man hier ganz klassisch einen Gurt, der auch funktioniert. Somit sind wir jetzt an einem Punkt, wo man sagen kann, dass wir fast fertig sind für den TÜV. Ich kann gerade leider nicht weitermachen, weil mir die Krümmerschrauben fehlen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Was sagt ihr zu dem Civic vom Schrottplatz? Und falls ihr einen Kotflügel habt, Alter, meldet euch. Ich brauche ganz dringend einen. Und mit einem schwungvollen, die Tür geht normal zu, sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.